Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder. Hier bei Mike spielt irgendwas. Wir haben wieder was Neues. Und zwar was Süßes. Little Kitty Big City. Was für ein Wortspiel. Ja, heute haben wir mal ein Katzenspiel. Und ja, für jeden, der ein Stray vielleicht ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen zu strange war, war ja auch von den Hüpfeinlagen und Spieleinlagen auch ein bisschen schwierig und teilweise auch ein bisschen gruselig. So, der hat hier ein neues Katzenspiel und das ist auf jeden Fall auf absolute Cuteness angelegt. Und das würde ich gerne mal zeigen. Das hatte ich schon länger auf meiner Wishlist. Das ist jetzt heute ganz frisch erschienen auf Steam. Hat auch schon direkt sehr viele positive Rezensionen bekommen. Und wir schauen uns direkt mal an. Ich habe es auch noch nicht angespielt, noch nicht reingeguckt. Ich kenne nur die Trailer. Und wir schauen uns das hier zum ersten Mal an. Ich habe mal ein Adventure, das wir aus der Sicht einer kleinen Katze spielen. Und ich denke mal, das wird unglaublich süß. Ich hoffe es jedenfalls. Spielen wir mal einfach mal rein. So, wir machen einen Stein. Ja, wollen wir. Alles neu. So, Kätzchen läuft schon mal los. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, 94% schon positive. Okay. Wir sind in einer japanischen Stadt. Eine Großstadt. Machen wir ein kleines Schläfchen. Ja, ja. Oh, oh. Das, oh. Ups. Oh, oh. Oh. Ei, ei, ei. Oh. Da habe ich mir Bauch erschlagen. Ups. Zum Glück landen wir mal auf den Pfoten. Okay, was? Wieder raus! Huch! Eieieiei. Wo bin ich? So. Kehre nach Hause zurück. Uah. Njam, njam, njam. So, was haben wir jetzt hier? Okay, wir haben ein Inventar. Aha, wir haben ein Inventar. Was kann die Katze denn mitnehmen? Okay. Mützchen anscheinend. Hier gibt es Katzenerfolge. To-Do-Liste. Kehren nach Hause zurück. Aber es geht so weit nach oben. Für den Aufstieg brauche ich mehr Energie. Okay. Da sehen wir schon, wo das hinführt. Ja, wir sind ein kleines Kätzchen. Wir haben unser Zuhause verloren. Und wir müssen jetzt versuchen, dort wieder hinzukommen. Wie Katzen sind, wird dieses Ziel natürlich sehr stringent verfolgen. Und sich keinesfalls ablenken lassen von irgendwas. Was ist eigentlich in dieser Mülltonne drin? Hm. So, wir kommen jetzt wieder nach Hause. Das ist jetzt unser Problem. Und die wirkt sich schon mal sehr gut. Die sieht total süß aus. Okay. Können wir auch miauen oder sowas? Wir können springen. Okay. Uah. Und müde sind wir auch noch, trotz allem. Also, okay, wir können miauen. Y. Mhm. Was ist da? Und die wirkt sich sehr gut. Ja. Katzen Stray war ja auch sehr schön animiert. So, wir müssen nach Hause, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Was ist hier? Wasser? Uah! Okay. Ist das hier elektrisch oder was? Hm. Okay, hier kommen wir nicht lang. Shit. So, müssen wir mal gucken. Also, wir sind in irgendeiner anonymen japanischen Stadt hier verloren gegangen. Und guck mal, wie wir jetzt hier nach Hause kommen. Die sieht so knuffig aus. So, ich denke, das Spiel ist auch gut geeignet für Kinder oder Eltern, die mit ihren Kindern zusammenspielen wollen. Ich habe schon gelesen bei Steam, manche haben das direkt mit ihrem 7-jährigen Sohn zusammengespielt oder mit der Tochter. Oh, hier ist ein Bällchen. Und die hatten großen Spaß. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen, wir müssen unser Ziel verfolgen, Kätzchen. Wir müssen nach Hause. Hier ist ein Bällchen, okay. Kann ich damit irgendwas machen? Oh, ich kann das... Kannst du wegkicken? Okay. Komm, hier. Zack. Zack, zack. Und. Tor. Juhu. Okay, das ist nur zum Üben. Und hier. Ja, vom Gulli deckt den Hund. Okay, das hier. Ups. Okay, das ist lustig. Hier. Kann man auch hier raufspringen. Oh. Oh, oh, oh. Wie kann ich hier klettern? Das weiß ich noch nicht. Okay, muss noch rausfinden. So, ist hier. Hallo, wohnt hier jemand? Ich habe Hunger, Durst.
und so weiter. Ich will eine Katze. Wie soll ich das denn aufheben? Ich muss aufheben. Okay. Und Foppe war vom Mumpf. Was machst du damit? Okay. Ein Hämmerchen? Was ist das hier für Leute? Lassen uns in der liegen. Leute, kann man sich wehtun. So, braucht jemand seine Latschen? Mein Hund wird mir jetzt noch einbeißen. Oh, das war ich nicht. Ups, hier ist er runtergefallen. Ja, oh, Entschuldigung. Ah, mein Arm kann man springen. Oh, hier kommen. Ah. Oh, das sind Töpfe. Töpfe. Upsi. Entschuldigung. Naja, kann passieren. Das ist noch ein Topf. Ups. Oh, war ich auch nicht. Sorry. Ja, seit Stray weiß ich, wie sehr Katzen das mögen. Und wie Spaß das macht. Ups. Oh, der ist schon so runtergefallen. Ah, wir können mit rechts und mit links. Kommen die nicht mehr. Ups. Ui. Ah, gedrückt halt für Präzisionssprung. Ah ja, okay. Okay, komme ich hoch? Okay. Das wäre sehr präzise. Wow, das war total präzise. Ja, das war ein super Präzisionssprung. Shit. Naja, gut. Können wir nochmal. Können wir hier irgendwo noch was machen hier in diesem komischen Garten? Können wir hier hoch? Oh. Nee. Oh. Nee, irgendwie geht das nicht. Okay. Was habe ich denn mit diesen Sachen? Wie viele komische Sachen hängen, Leute? Ah, Leute, hier sieht es aber sehr unordentlich aus. Hier müssen wir ein bisschen aufräumen. So, ist das hier der Reiskocher? Ja, man sieht es, wir sind in Japan. Ups, das war ein Weg. Sorry. Oh, der Herd, da gehen wir lieber nicht drauf. Ist da alles drin? So. Sieht aber so knuffig aus. Ups. Das, boah, dann geht die immer. Okay. So, mal gucken. Nützt das hier irgendwas? Pfotenhieb, ja, weiß ich. Laufen wir mal so ein bisschen rum. Gedrückt halt eine Präzisionssprung. Okay. Vielleicht schaffen wir es hier hin irgendwie. Ja, hat geklappt. Sehr gut. Sehr schön. Steht schon wieder was im Weg. Ah. Oh, klappt doch. Hey. Wer bist du denn? Sehen Sie an, wenn das nicht das fliegende Kätzchen ist. Oh, wie ist der komische Rabe oder was? Redest du mit mir? Naja, ich sehe keine andere kleine Katze, die zum Spaß unschuldige Krähen in der Luft hauen. Ach, also. Was machst du? Tut mir echt leid. Es war ein Unfall, weißt du? Ein Unfall? Klingt, als bräuchtest du etwas mehr Flugpraxis. Ja, ich habe meinen Pilotenschein noch nicht fertig, also. Aber ich kann doch gar nicht wirklich fliegen. Und mit dieser Einstellung lernst du es auch nie. Na los, schlag mit den Flügeln und flieg mir nach. Gut. Bist du denn drauf? Finde die Krähe. Okay. Ups. Gott, immer steht hier was im Weg. Ups. Oh, shit. Was ist das? Kriechen. Oh, ich kann hier drunter herkriechen. Oh, ja. Oh, fupp. Oh, aha. Ich kann mich hier dann verstecken. Oh, da ist jemand. Die Menschen sind im Spiel immer so ein bisschen eher stilisiert. So ein bisschen wie eine Katze, die vielleicht auch sieht. Die guckt, sieht nicht so die richtigen Gesichter, sondern einfach nur die Gestalt. Können wir den Mann hier helfen? Wer ein Künstler? Das ist. Ich finde auch süß, dass wir hier einen Pfotenmauszeiger haben. Finde die Krähe. Krähe sagt, ich soll ihm folgen. Aber wo ist der hin? Kehr im Hause zurück, ist klar. Wer ein Künstler? Ich kenne mich nicht gut mit Kunst aus, aber ich glaube, dieses Werk könnte die Hilfe einer Katze gebrauchen. Natürlich. Alles wird besser mit einer Katze. Meinte Katze auf jeden Fall. So, mein Freund, das ist ein Problem hier. Ach, du kannst es einfach nicht hier. Oh, guck mal hier. Mit dem Schmusen. Miau. So, gucken wir mal hier.
So, siehst du mal. Pfoten, Pfoten. Upsi, ist das umgefallen. Kann ich nichts für. So. Ups, die Farbe fehlt hier auch noch. So, mal das hier noch. Tata! Wenn das keine Kunst ist, weiß ich auch nicht, mein Freund. So, lerne daraus, mach's nächstes Mal besser. Zur Belohnung kriegst du noch ein bisschen Schmuseinheiten. Miau. So, mein Freund. Wasch dir mal die Füße. So, sehr schön. Das haben auch wieder an Menschen geholfen. So sind wir. Das Kätzchen. Komm ich da hoch? Oh, das war das seine Blumen? Sorry. Ah, weg mit dem Zeug hier. So. Ich finde das cool. Da kommt hier den auch. Yippie! Hinterlasst eine Spur von kaputten Ton. Hey, das war nix. Nochmal. Jo, eine Auszeichnung. Entrümpeln. Zerschmettert sich gegen nicht, dass Katzen das ständig machen würden. Aber so. Das ist. So, machen wir. Schwupp. So, jetzt ist ein Kunstwerk, mein Freund. So, viel Spaß damit. Ich hoffe, du willst es nicht verkaufen irgendwann. So, was haben wir denn hier noch? Ah, kann man da irgendwie hoch? Hier ist ein Auto. Man, kann ich da hochklettern? Nee. Ja. Krieg ich das Bettchen da raus? So, auf jeden Fall. Komme ich da hin? Ja. So, ich sind noch mal blumenrig. Oh. Na, willst du wohl? Sehe dich nicht. Also, es geht doch. Die Frage ist so, ist, wo sollen wir jetzt hin? Ne? Haben wir hier irgendwie eine Minimap oder sowas? So, das haben wir geschafft. Siehst du mal. Was ist das da rechts? To-Do-Liste. Katze hat eine To-Do-Liste, ja. Zerschmettere 10 Gegenstände. Hallo, mache 100 Gegenstände kaputt, ist das nächste. Lerne alle Tiere kennen. Es gibt 15. 100 Gegenstände kaputt machen. Das ist eine Herausforderung. Das werden wir, glaube ich, schaffen, denke ich. Da haben wir noch nichts. Das ist das. Zurück zum Hauptmenü. Okay. So haben wir das auch. Die Frage, wie kommen wir jetzt hier weiter? Das ist jetzt eine gute Frage. Kann man hier hochspringen? Nee. Das komische Gestrüpp geht anscheinend nicht. Da sind wir durchgekrabbelt eben. Da kommt man nicht ins Haus, denke ich mal. So, mal gucken. Ja, das, ich weiß nicht, ob wir da hinkämen, da oben. Ah, das ist. Das ist zu hoch. Ups, nee. Das ist zu hoch. Mal gucken. Kann man hier auf die Schulter springen irgendwie? Bums. Nee, können wir nicht, aber. Ey, wo sind meine Katzenpfoten hier? Das ist doch kein Kunstwerk sonst. So muss das sein. So, viel Spaß noch. Dum-dum-dum-dum. Jetzt über diese. Das kann ich ziehen. Okay. Oh. Okay. Können wir nochmal kriechen? Hä? Links. Mach ich doch. Achso. So. Durch. Ui. So. Ach, guck mal an. Okay. Wie ist ein Fußball? Oh, Moment. Ah, Mist. Schade, ich dachte, ich krieg's ins Tor. Yay! Okay, so, das war's schon mal mit der Europameisterschaft. So, Menschen können sowas doch eigentlich nicht. Okay, wir können auch sprinten. Ah.
Okay, ja, auf dieses Wasser dürfen wir anscheinend nicht, wie es aussieht. Oh, okay. Okay, Wasser ist nichts für uns. Okay. Aha, aha. Dinger hier kann man ziehen. Aha. So, so ein Quietschhändchen-Maul. Was machen wir damit? Keine Ahnung. Was bringt uns jetzt ein Quietschhändchen? Naja, gucken wir mal. Gucken wir hier irgendwo. Ah, hier ist noch was. Hier durch. Glück passe ich hier durch, okay. Gott, hier tropft es aber überall. Was ist das für eine Stadt hier? So, tropft schon Öl. So, okay, Einbahnstraße. Die dürfen nicht lang. Hab ich mich jetzt erschrocken. Hey, seid leise da drüben. Oh, hab ich mich erschrocken, die Krähe. Was ist mit dir los? Im Ernst, diese Hunde denken, die Straße gehört ihnen. Ja, Unverschämtheit. Ah, da bist du ja. Warum hast du so lange gebraucht? Hast du vergessen, mit den Flügeln zu schlagen? Ich schlag dich gleich, du Vogel. Okay. Ich hab keine Flügel. Was? Wie bist du denn da geflogen? Bin ich nicht. Ich bin gefallen. Ich bin von meinem Platz am Fenster runtergefallen. Jetzt bin ich hier unten. Aber wenn du nicht fliegen kannst, wie willst du dann wieder nach aufkommen? Ja, das ist die Frage, mein Freund. Da, oh oh, da müssen wir irgendwie hin. Und es gibt keinen direkten Weg. Hm, ein ziemliches Schlamassel, nicht wahr? Lass mich mal nachdenken. Okay, du hast das Größte gewonnen. Ich hab's. Wie wär's mit diesen mächtigen Fliegen von euch flügellosen Kreaturen? Das mit Staufen, Keuchen und Krallen? Was? Meinst du klettern? Hab ich doch gesagt. Achso, ich weiß nicht, ob ich genug Energie zum Klettern habe. Ich war schon hungrig, als ich gefallen bin. Oh, das ist ein Problem. Und wenn die freundliche Krähe zufälligerweise einen köstlichen Fisch hätte? Oh, wirklich? Dann bringt uns das in vertrautes Krähen-Territorium. Was heißt das jetzt? Angebot und Nachfrage. Oh je. Yeah. Für 25 Blinkies kann ich hier einen leckeren Fisch von Energie geben. Das sind nur Blinkies. Aber ich habe keine Hosentaschen. Was ist ein Blinky? Du musst doch wissen, was Blinky sind. Nein. Die sind keine Elster. Das sind die schimmernden Dinger, die überall versteckt sind. In Büschen, auf Vorsprüngen oder unter Verkehrsregeln. Kegeln. Die sind wertvoll? Wertvoll? Sie sind unbezahlbar. Sollte ich da nicht 25 Fische für 25 Blinkies bekommen? Sagte ich unbezahlbar? Ich meinte wertlos, sogar gefährlich. Für jeden, außer für Krähen. Eigentlich dürften sie nicht einfach so in der Stadt rumfliegen. Jemand könnte sich verletzen. Also, wenn du 25 Blinkies sammelst, kann ich sie verantwortungsvoll entsorgen. Wir werden Helden sein. Ja. Und dann bekomme ich einen Fisch? Klar. Ja. Ich bin dabei. Wir sind nicht die schlauste Katze, aber wir sind süß. Haben wir 25 Blinkies für Krähen. Blinkies, okay. Krähe sagt, dass überall Blinkies versteckt sind. Hoffentlich hat er recht. Okay. Blinkies. Okay. Können wir mal mit ihm reden? Du machst das toll, Kleines. Die Straße fühlen sich schon sicher an. Du brauchst nur noch 25 Blinkies. Wenn du Probleme hast, Blinkies zu finden, versuch mal an Orten, an die Menschen nicht rankommen. Aha, danke für den Tipp hier. Los, mit dir los. Okay, böser Hund, aus! Sowas. Okay, der ist unsympathisch, da müssen wir mal weiter. Ja, wo Menschen nicht rankommen, gute Frage. Wir laufen mal hier so ein bisschen rum. Bringt das hier irgendwas, wenn ich so einen an mir hole, diesen gesichtslosen Typen? Hallo? Ich bin ein kleines süßes Kätzchen. Anzugträger, hallo? Ignorieren Sie mich nicht einfach.
Oh, was ist das? Ich habe einen Blinker gefunden. Na Gott, ich bin reich. Brauche ich denn das jetzt eigentlich? Ziehe ich einen Zähnen oder was? Ja, denkt mir, dass ich drüber mache. Oh, da hinten. Nee, das sind Vögel, oder? Oh. Oh, da ist was. Da kommen Stray-Gefühle auf hier. Ich habe noch einen Blinky. Mein Gott, wir haben die Stadt wieder sauberer und sicherer gemacht. Hm. Hm, könnte schwierig werden. Oh, das ist ein Vögelchen. Ein Vögelchen. Mit einer Katze. Ich muss den Vogel haben. Mist. Oh, Entschuldigung. Stand ich in den Weg? Oh, ach, upsi. Hey, ich hab mir das Handy geklaut. Blöd, Mann. Jo, will einer was zu trinken? Ja, naja, gut, dann nehme ich. Hallo. Die rimm ich einfach alle. Oh, oh, Entschuldigung, sie sind hingefallen. Ich hab gar nicht gesehen. Oh. Ey. Scheiße, schon wieder kein iPhone. Naja, gut, was haben wir hier? Oh, am Brot, vom Brot gefunden. Hm. Bringen wir mal irgendwo hier in der Ecke. Vielleicht können wir das noch irgendwo beschnabulieren hier. So, haben wir hier irgendwo Blinky-Blinkies? Oder sind wir jetzt so kleine Vögelchen? Hm. Passen auf, die Vieh. Hallo? Die kacken auf einen. Sind das so Vögel? Hallo, warst du hier eher Bescheid, mein Freund? Hm, ein neues Gesicht. Bist du hier, um die Vögel zu sehen? Ich war noch nie so nah an ihnen dran. Nicht ohne eine Scheibe dazwischen. Ja, eine Hauskatze, das erklärt es. Wie kann ich noch näher an sie heran? Ja, kannst du. Du kannst sie sogar halten. Oh, was? Die Kunst besteht darin, sich an sie heranzuschleichen, ohne sie zu verschrecken. Und dann springst du! Oh. Ja, ja, ja. Das kam überraschend. Ich habe mich dazu total erschrocken. Das sind die besten Sprünge immer, Kleines. Aber sie sind sehr vorsichtig. Von einer kleinen Katze nehmen sie sich sicher in Acht. Aber es gibt ja noch die Brotstrategie. Ah, die Brotstrategie? Die Brotstrategie! Die funktioniert folgendermaßen. Erstens Brot langen. Zweitens die Vögel mit dem Brot ködern. Ah, oh. Drittens der Vogelkakao ausweichen. Drittens, ja. Springen! Oh, das ist verwirrt. Jetzt erschreckt mich doch nicht mehr so. Okay, ich hab's verstanden. Brot plus Vögel gleich fangen. Aber was hast du? Etwas Brot, das ich mir ausleihen kann? Ja. Leider nicht. Brot kommt von Menschen, nicht von Katzen. Ach so. Sie haben es in ihren Taschen, in ihren Aktenkoffern und sogar in ihren geballten Händen. Gott, ist dadurch ihn? Vorübergehend schon, aber es könnte dir gehören, wenn du die Kunst des Fußstreifens lernst. Ah. Oh. Die Kunst ist, streife einfach die Füße. Wenn sie an die vorbeigehen beim Stolpern, lassen sie das Brot fallen. Vielen Dank für den Ratschlag. Ah, okay. Ja, kommt schon wieder so ein völlig unbedarfter Mensch. Guck mal. Ja, die. Schlecht sehen wir. Mal gucken. Ah, da kommen ja noch mehr. Mal gucken. Ups. Am Spielen können wir auch. Oh! Sorry. Oh, mein Gott, jetzt passt doch mal auf, Leute. Wie war das mit dem Rennen? Oh. Ah. Hey, das ist mein iPhone. Blöd, Mann. Hey, der hat genießt. Damit. Okay, jetzt habe ich es. Gleich können wir rennen. Wieder dran gewöhnen. Oh, hallo Vögelchen.
So, hier mal so ein Brot. Kann ich mal so hinlegen, ne? Da muss ich mich anschleichen. Das ist Rennen. Ich bin unsichtbar. Der unsichtbare Jäger. Hallo, hier liegt Brot, Leute. Hallo. Das dauert wieder alles. Sonst habe ich keine Geduld. Vögelchen. Hallo. Brot. Lecker Brot. Hallo. Jetzt macht schon mal hin. Ey. Hier ist keine Katze, die euch beobachtet. Das sieht nur so aus. Na, was ist los? Die wollten nicht. Vielleicht liegt es doch zu präsent da. Kann natürlich auch sein. Ja gut, dann. Dann müssen wir vielleicht mal dahin so ein bisschen. Was ist hier? So noch Dosen. Wow, Moment. Ah, knapp daneben. Mist. So, jetzt. Komm. Tor! So, ja. Soll uns nicht ablenken lassen. Wie ist eine Katze? Wir sind immer konzentriert. Sind immer genau bei der Sache. Wir haben einen Plan. Irgendwie. Brot scheißegal. Da ist ein Vögelchen. Oh, jetzt. Ja! Ich hab's. Ich habe ein Vögelchen gefangen. Oh, was ist das? Eine Feder. Ja, wir haben eine Feder. Das ist Belohnung, okay. Yo, Geronimo! Ha, noch ein. Flip. Oh, er ist weg. Komm. Naja, gut. Schon zwei Federn. Haha, jetzt müssen wir noch gucken, wie wir das hier mit den Menschen machen. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass sie da hinfallen können. Oh. Das ist meine Beute. So. Ich meine, Brunnen kriegt er nicht. So, den haben wir schon mal. Hm, lecker Vögelchen. Hier, schöner Donut. Hm, der ist so toll lecker. Oh. Ja! Wump. Ah, Mist. Ist so lustig, dass das in Zeitlupe geht. Naja. Und der Kollege, wie mache ich mich? Ne? Ich hab's geschafft. Du bist schneller, als du aussiehst. Danke, schätze ich. Ich schätze, dass du ihn freigelassen hast. In dieser Gegend lassen wir immer frei, was wir fangen. Was hätte ich sonst auch damit machen sollen? Eben. Übrigens, halt ruhig die Federn. Ich habe gehört, dass manche Tiere sie sammeln. Bist du sicher, dass die Vögel damit einverstanden sind? Weißt du was, die Frage hat sich mir noch nie gestellt. Aber nach dem Gespringen bist du sicher etwas angespannt. Versuch mal diese Entspannungstechnik. Recken und strecken. Ich recke und strecke mich. Du kannst sie anwenden, indem du Y gedrückt hältst. Auf deinem... wie auch immer. Oh, danke. Wir sehen uns, Kleines. Okay. Ah, jetzt habe ich hier so ein Auswahlmenü.
Das sieht ja knuffig aus. Okay. Okay. Das dann irgendwie auswählen, oder was? Und strecken. Ja, das entspannt. So macht man also das Ganze. Wunderbar. So, was waren die anderen Sachen, die man hier noch machen könnte? Kurz mal hinlegen. Ich sitze. Oh, ich sitze jetzt hier rum. Da sind noch Vögelchen. Böser Vogel. Böser Vogel. Ja. Mann, ich habe extra einen Donut hingelegt. Wo ist denn überhaupt? Ich habe mal einen Donut gefressen. Diese Vögel. Naja, was soll's. Was soll's. Gut, vielleicht können wir uns an den noch anschleichen. Oder deine Kameraden würden ihn bestimmt warnen, vermutlich. Ja. Auf ihn! Oh, das ist zu weit. Ich hab ihn! So. Und noch eine Feder für mich. Ich bin der beste Vogeljäger überhaupt. Sehr schön, sehr schön. So, gucken wir mal, wo diese Menschen alle hinlatschen. Das ist ja bestimmt spannend. Was haben wir hier? Oh, noch mal ein Bällchen. Was war das jetzt? Gib ab. Was ist hier? Was ist das da? Da ist jemand. Hallo? Hallo, Sie da? Guck mal da hin. Das müssen wir noch rausfinden. Das hier für ein Labyrinth. Okay. Hause, wir dürfen uns nicht davon ablenken lassen. Wir haben ein Ziel. Da ist ein Karton. Schwupp. Ab in die Kiste. Süß. Ja. Okay, wir sind jetzt in der Kiste. Gucken mal, wer der Kollege da ist. Liegt denn hier alles drin? Gilt das als Blinky Blink oder so? Hallo, Sie da. Gleich hab ich noch ein Stück. Hallo? Und jetzt raus hier. Alles okay da drin? Es war ein Moment, ja. Es war so leicht reinzukommen. Deshalb dachte ich, es ist auch einfach wieder rauszukommen. Möchtest du vielleicht helfen? Lass mich doch mal selbst versuchen. Ja, okay. Jo. Oh. Jetzt kannst du mir helfen, bitte. Wenn ich von hier drin drücke, kannst du mich dann ziehen? Rette aus dem Rohr. Na gut, dann. Uff. Oh, ein Löschbär. Rette Dings aus dem Rohr. So, mein Freund, was ist? Vielen Dank. Gern geschehen. Der sieht ja süß aus. Was hast du denn da drin gemacht, im Vogel? Ich habe da Federn für meine Erfindung gesucht und habe etwas in dem Rohr funkeln sehen. Bist auch eine Elster. Ich nehme an, dass es sich um die berühmte Gekko-Gedenkmedaille in der seitenverkehrten Sammeledition handeln muss. Ja, und, naja, ich ging hinein. Die was? Die, okay.
Die was? Die berühmte Gekko-Gelenkmedaille in der seitenverkehrten Sammleredition. Ja. Und was wolltest du mit diesem seitenweisen Sammelgecko-Dingsbums da? Das sind Medaillen mit einem seltsam auf dem Kopf stehenden Prägefehler des Gecko, wie ein komisches Ungeheuer aussehen lässt, das radioaktiver Strahlung ausgesetzt ist und scheint wie ein großes Gecko, der radioaktiver Strahlung ausgesetzt ist. Was? Die Dinger sind ein Vermögen wert. Aber es stellte sich heraus, dass ein normales Blinky war und dann steck ich fest. Hm, willst du es haben? Ja, bitte. Ja, ja. Hui, danke schön. Drei Blinkies. Hattest du gesagt, dass du eine Erfinderin bist oder sowas? Ja, irgendwie schon. Ich bin eine magische Ingenieurin, halb Hexe, halb Erfinderin, halb Wissenschaftlerin. Das sind drei Hälften. Die drei Hälften? Wusste ich nicht, dass er das sagt. Eine von ihnen lebt in der magischen Dimension. Sie, naja, ich kann quadratische Gleichungen in ihren, meinem Kopf rechnen. Im letzten Kopf? Wobei letzteres wirklich ganz schön unverschämt ist. Ich bin eindeutig ein Tanuki und kein Waschbär. Ein Tanuki, ja, okay, so ein, ja, japanisches Fabelwesen, könnte man sagen. Was ist ein Waschbär? Eine Art Bärenfuchs mit einem langen, gestreiften Schwanz. Manche behaupten ja sehr aus wie ein Tanuki, aber das finde ich nicht. Woran arbeitest du gerade? Ja, das ist ziemlich aufregend. Deshalb brauche ich ja die... Moment, riechst du nicht auch? Federn? Was? Wo? Ich hast du einfach Migräne. Wonach riecht denn eine Feder überhaupt? Du hast irgendwo Federn bei dir. Ich weiß es. Weiß der Himmel, wo du sie aufbewahrst. Das sagen wir nicht. Die hier? Ich wusste es. Oh, wie aufregend. Gib sie mir, gib sie mir. Oh, wo sind meine Manieren? Meter, gib sie mir. Na klar. Vielen, 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 vielen Dank. Sorge drei Federn für Tanuki. Okay. Jetzt möchtest du eine Cola-Federn sehen, die die Raumzeit krümmt? Okay. Es bestaune die Magie der magischen Ingenieurskunst. Ja, wo? Oh. Tolles Portal. Was? Rate mal, wohin es führt. Schrumpfhausen? Was weiß ich? Was ist das denn? In die Kanalisation? Nicht mehr. Dieses grelle, wirbelnde Leuchten sind nicht bloß Kanalisationsdämpfe. Es ist Magie. Okay. Das bedeutet, dass es jetzt Teil des Patchwork ist. Das Patchwork? Meinst du Netzwerk? Meine ich nicht. Das ist ein Netzwerk, aber es ist für dich ein Haustier. Wo führt es hin? Na, ja, das ist mein Beweis, dass es funktioniert. Also führt es eigentlich nur darüber. Okay. Aber es führt an diesem Zaun vorbei. Daher solltest du deine Bewunderung nicht zurückhalten. Wow. Spring rein! Was? Soll er jetzt reinspringen? Ob ich steppert oder was? Okay. Also der kann echt Magie hier üben? Ich dachte, das ist ein Witz, dass der Tanuki ist. Ja, ja, okay. Und gib mir Bescheid, ob es funktioniert! Was? Hilfe! Oh! Tada! Tada? Tada? Ich hab Tada gesagt, verdammt! Ist das mein Stichwort? Hey, wo bist du? Naja, es ist völlig dunkel und riecht aufregend. Hört sich nach einem Ort an? Völlig dunkel? Ich schau mal in meinem Feedback-Fragebogen nach. Okay, mal sehen. Frage 1. Ist die Versuchsperson im Besitz seiner eigenen Augäpfel? Versuchsperson? Hast du das noch gar nicht getestet? Hey, wir machen jetzt meinen Fragebogen. War das ein Ja oder Nein bei den Augäpfeln? ja? Ja, hervorragend.
Das klang aber eher nur eine Frage als eine Feststellung. Frage 2. Ist die Versuchsperson im Besitz aller erforderlichen Gliedmaßen? Wie viel brauche ich denn? Gibt es nicht erforderliche Gliedmaßen? Mir scheint, die Versuchsperson wird langsam unkooperativ. Warum bewegst du dich etwas? Und wir sehen, ob die Frage nach den Gliedmaßen das beantwortet. Boah! Hui, wo bin ich? Oh, du bist im Müll nochmal gelandet. Warum hast du das nicht früher gesagt? Ja, woher soll ich das denn wissen, du Vogel? Im Mülleimer? Deshalb war mir der Geruch so vertraut. Das ist sehr aufregend. Das bedeutet, dass das Patchwork funktioniert. Ja, aber über 3 Meter. Ich muss nur noch das Ankunftssystem ein bisschen verfeinern. Wenn du damit fertig bist, steige ich ein und komm zurück. Zurückkommen? Zurückkommen. Verstehst du? Rückreise. Was? Der Teil, bei dem ich zum ersten Portal zurückkehre, Tanuki. Ja, faszinierend. Ja, ich verstehe, weshalb das nützlich sein kann. Der Idiot hat da nicht dran gedacht. Vor allem, wo du jetzt auf der anderen Seite eines unüberwindbaren Zauns bist und sowas. Na gut, ich mache mich an die Arbeit für diese Rückreise und du kannst dich etwas umschauen. Was glaubst du, wie lange es dauern wird? Ja, meiner Erfahrung nach gibt es weniger Beschwerden, wenn ich keine Fristen vereinbare. Ich melde mich, wenn die Verbesserung eine Bohilfe erfordern. Tschüss. Na, servus. Jetzt haben wir hier das dusselige Tanuki, der uns hier eine dusselige Situation gemacht hat. Aber wir haben wieder einen Blink im Blink. 4 schon, wow, dann wie viel brauchen wir noch? Ja, das Hauptproblem ist eigentlich, er sitzt auf der anderen Seite im Knast sozusagen. Obwohl, er könnte ja da auslaufen aus der Röhre. Okay, im Grunde sind wir gar nicht so gefangen. Aber gut, das müssen wir ihm nicht unbedingt sagen. Kann ich mal in den Mülleimer hüpfen? Nö, okay, gut. Hopp. Wie was drin? Ja, da kann ich nicht rein, okay. Gut, dann gucken wir mal, was hier draußen ist. Oh, da ist wieder ein Vögelchen. Oh. Da kommt nicht irgendein blöder Mensch entgegen. Ah! Ist mein Vogel weg. Mist. Okay, wir kommen hier auf die Seite. Nicht mehr so einfach zurück. Ah. Könnte ein Problem werden. Na gut. Oh, Vögelchen. Aber dieses Problem werden wir in der nächsten Folge lösen. Hier mit unserem kleinen Kätzchen in der großen Stadt. Wir lassen uns nicht ablenken. Wir haben einen festen Plan. Wir wollen nach Hause. Da ist wieder dieses Vögelchen. Nein, wir lassen uns nicht ablenken. Ja, hier wird man zur Katze. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen bis hier. Wenn ja, lasst gerne ein Like da oder ein Abo, falls es noch nicht gemacht hat. Wir werden hier jedenfalls mit unserem kleinen Kätzchen hier weiterspielen und gucken, wie wir aus der Stadt hier ja, das Beste rausmachen und wieder nach Hause kommen irgendwie. Und ob dieser Tanuki irgendwie noch eine Lösung findet. Ich habe da irgendwie meine Zweifel. Naja. Genau. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge hier und bye bye. Mein Gott, ist die süß. Ich will ein Kätzchen.